Hallo Leute! Hallo! Heute wollen wir gerne euch unser Dachbett. Was ist jetzt los? Dachbett. Dachbett ist eigentlich auch eine gute Sache. Heute würden wir euch gerne unser Dachzelt zeigen. Dazu gehört jetzt einmal gleich der Aufbau, die Features von dem Dachzelt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, die Plane abzumachen und das Dachzelt aufzubauen. Yes! Los geht's! Let's go! Als erstes macht man auf beiden Seiten die Verschlüsse auf. Hat über dem Dachzelt zwei Gurte liegen, die ziehen wir jetzt einmal hinten runter am Bus. Eins und zwei, die kann man jetzt erstmal hier so hängen lassen, die verstauen wir nachher. Wir haben uns hier einmal eine Verlängerungskordel dran gemacht. Das schwarze Stück ist original dran an dem Dachzelt. Einfach, dass man hier um den Bus ein bisschen leichter rumgehen kann. Einmal um die Hand rumgewickelt. Zack. Dann kann man hier einmal das Ganze normal machen. An den Ecken ein bisschen aufpassen. So, jetzt ist der Reißverschluss hier einmal draußen. Jetzt öffnet man hier einmal die Ecken vorne. Und in dem Fall kann man das hierbei schön machen. Bei dem Bus einmal hier oben festgehalten. Und dann steht man schon drauf. Und dann kann man einmal die Plane und direkt auf beiden Seiten auch schon die Klipse einmal wieder lösen. Das ist gleich leichter aufgestellt. Hier kann man auch schön drauf. So ein bisschen über die Leiter drüber ziehen. Ziehen wir die einfach einmal hier runter. Wenn sie nass ist, ein bisschen aufpassen. Dann kommt ihr das ganze Wasser nicht entgegen. Jetzt müssen wir die Dachzeltplane einmal hier aus dieser Führung rausnehmen. Genau. Die ist hier einmal unten in der Aluführung drin und wird jetzt nach hinten rausgezogen. Ich halte das hier oben ein bisschen nach oben fest. Und jetzt kommt der coole Part. Jetzt geht es einfach nur noch simpel. Und zwar geht man einmal hoch an den Bus, schnappt sich einmal die Leiter, zieht an dieser. Bis sie sich einrastet auf beiden Seiten, hat man jetzt gehört mit dem Klicken. Und dann hält man einfach nur noch hier dran fest und zieht das Dachzelt nach unten hin ab. So. Das war jetzt schon die ganze erste Kunst, um das Dachzelt aufzubauen. Und jetzt gehen wir einmal daran, das Schlaf fertig zu machen. Gibt jetzt eigentlich nicht mehr viel, was man machen muss. Das Teil mal hinter uns packen. Und dann ziehen wir erstmal die ganze Plane nach vorne. So. Als allererstes zieht man dann hier auf beiden Seiten, macht man sich mal hier die Führungen raus und dann kommt auf beiden Seiten Stange rein für das Vorzelt. Dann einmal richtig hochziehen, dass das so steht, wie es sein soll. Hol einmal die Stange raus, um das Vordach aufzuspannen. Die wird hier oben einmal reingeklickt, genauso wie sie dann auch einmal parallel hier auch reingeklickt wird. Dann kann man das Ganze einmal spannen und mit einem Drehmechanismus zumachen. Hier haben wir jetzt einmal unsere Tüte, wo noch so ein bisschen Kleinkram drin ist. Drei Heringe drin zum Abspannen. Eins, zwei, drei. Und einmal der kleine Hammer. Den Kabelsalat entwursteln. Jetzt suchen wir uns drei Abspannpunkte. Im normalen Campingplatzbetrieb oder beim richtigen Campen würde ich es dann auch ganz reinschlagen. Jetzt für die Vorstellung reicht das so. So, dann spannen wir einmal damit oben alles ab. Und hier sieht man es auch schon. Also man ist jetzt so, wie es jetzt gleich ist. Wenn alles abgespannt ist, komplett auch schlaffertig. So, wenn man jetzt noch will, bevor man schlafen geht, kann man noch einmal die Fenster aufstellen. Das werden wir jetzt auch natürlich einmal zeigen. Und dafür brauchen wir die Federstangen. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug habt, könnt ihr die Federstangen von außen anbringen oder von innen. Hier in dem Fall geht es jetzt auch von außen. Ihr habt hier den Einschub. Da kommt diese Federstange rein. Am besten nehmt ihr euch aber vorher einmal hier oben, zack, das Ganze mit rein. Und dann wird die Federstange gebogen und geht hier schräg in diese Vorbohrung rein. Das Gummi hier ist einmal der Regenabweiser, also heißt, wenn hier Wasser dran runterlaufen sollte, tropft das hier dran runter und macht euch nicht das Zelt von innen nass. Nach oben. Willkommen im Reich der Dachzelte. Wuhu! So, hier sieht man jetzt einmal unsere schöne Matratze im Bus. Unter der Matratze, es liegt noch verdeckt Netz.
für die Luftzirkulation, Luftfeuchtigkeit, dass sich das nicht hier unten am Boden alles ansammelt. Genau. Und das ist einmal so mit drinne in diesem Dachzelt. Jetzt seht ihr rechts noch die Gummis hängen. Ah ja, genau. Hier die sind dafür da, dass das Dachzelt sich leichter zusammenfaltet, wenn man es abbaut. Die werden dann einfach parallel auf der gegenüberliegenden Seite eingehangen. Guck mal die schönen Fenster hier auf. Dann und schläft hier. Ich muss auch echt sagen, man schläft hier echt gut drin. Ne? Ja, das ist sehr bequem. Ich will jetzt gar nicht mehr hier raus. Das Dachzelt wieder ein. Genau. Und sehr wahrscheinlich für dieses Jahr nicht mehr aus. Traurig. Also, eingepackt ist es eigentlich recht schnell, oder? Das werden wir jetzt ja sehen, wie schnell das funktioniert. Rebecca hat einmal innen drin schon vorgearbeitet und einmal die Gummis vorgespannt. Können wir mal die Dicke der Matratze sehen? Das ist aber wirklich sehr bequem. Ich habe tatsächlich eine Nacht mal gebraucht mit dem Rücken, aber ich glaube, da ist auch jeder unterschiedlich. Aber danach habe ich da drin geschlafen wie ein Stein. So mega, mega geil. Und dann kriegt man abends immer so ein bisschen Luft damit rein. Was richtig geil ist, auf dem Roadtrip kann man auch immer so ein bisschen entscheiden, okay, schlafen wir im Bus oder bauen wir das Dachzelt auf. Also meistens bauen wir das Dachzelt auf oder wollen das Dachzelt aufbauen. Aber wenn es nur so eine Zwischennacht ist, wo man schnell mal drin schlafen kann, haben wir noch im Bus geschlafen. Allerdings hatten wir da ein bisschen viel Zeug dabei mal wieder. Aber so an sich ist das Dachzelt unsere Priorität, da drin zu schlafen, als im Bus. So, und jetzt das auf jeden Fall. Los mit dem Abbau. Machen wir das gleiche noch einmal wie gerade eben auch. Das kann man schön alles ins Dachzelt hinten reinlegen. Ach so, man kann auch die Decken oder so einen Schlafsack drin reinlegen. Haben wir das eigentlich hier gemacht? Ich glaube, wir haben unsere Sachen rausgenommen, oder? Ja, weil wir einen Trip hatten, der nur mit Regen gewesen ist. Ja. Und das Dachzelt dann auch schon nass gewesen ist. Ja, dann genau. Alles immer. Also das Dachzelt haben wir im Regen schon gut genutzt. Im harten Regen. Das hat an sich trotzdem auch gut funktioniert. Habt ihr gut gemacht, Campberg? Die arbeiten auch immer wieder neu an den Dachzelten und produzieren das nach Bestellung. Okay, jetzt kommt der coole Part. Jetzt werden einmal auf beiden Seiten die Klettverschlüsse wieder runtergezogen, wenn es richtig drin ist. Das müssen wir hier einmal noch machen. Zack. So, und jetzt kommt schon die Plane wieder drüber. Zumachen ist immer so ein bisschen wichtig. Reißverschluss einhängen und so ein bisschen mit dem Daumen oder Zeigefinger unter der Plane entlang gehen, dass ihr dann nicht irgendwo im Stoff hängen bleibt. Und das war schon die ganze Kunst des Auf- und Abbaus. Jetzt müssen wir nur noch einmal oben die zwei Sicherungsgurte drüber legen zum Festziehen. Und jetzt fahren wir wohin? Nach Schweden! Nach Afghanistan. Wir haben übrigens in dem letzten Workshop schön unseren Kühlschrank voller Sticker geklebt. Ich dachte, diesmal sammle ich mehr Sticker als Magnete. Und was ja neu ist in dem Bus, nämlich wir haben uns von der Kiste verabschiedet und haben tatsächlich diese einfachen Ikea-Schränke geholt und eingebaut. Wir haben auf jeden Fall so viel mehr Platz und man kann es super rausholen und dann sauber machen. Das ist schon wesentlich einfacher. Nur von der Optik bin ich noch nicht so ganz sicher, aber das bleibt jetzt erstmal so. Und jetzt starten wir Richtung Mittagessen. Mittagessen. Und Ende. Auf geht's.